Herzlich willkommen bei Hakos Autopflege. Ich bin Florian und heute zeige ich euch, wie ihr eure Polierpads wieder komplett sauber bekommt. Viel Spaß beim Video. Es gibt viele Mittel und Wege, seine Polierpads zu reinigen. Ich zeige euch heute jetzt mal meine Variante. Es gibt auch noch spezielle Padwasher, die man dafür benutzen kann, aber für Privatpersonen lohnen die sich einfach selber nicht. Die werden von 100 Euro bis 200 Euro circa gehandelt und für Privatpersonen ist es einfach keine ordentliche Investition. Meistens gehen die dabei auch nicht 100% sauber. Daher zeige ich euch heute meine Variante, wie ich die eigentlich selber mal reinige und es funktioniert schon seit Jahren extrem gut. Was ihr dafür benötigt, ist wirklich nicht viel. Ihr braucht ein Gridguard-Sieb, ein Gridguard-Eimer und einen Hochdruckreiniger und natürlich eure Polierpads. So, ihr legt das Gridguard-Sieb einfach in den Eimer. Dann ist das da unten drin. Hier haben wir unsere dreckigen Polierpads. Das ist wirklich ein extrem dreckiges Polierpad. Das kommt dann wirklich einfach nur ganz normal so rein. Und dann haben wir unseren Hochdruckreiniger. Dann können wir den damit reinigen. So, dann geht's los. So, jetzt bringt ihr das Ganze einfach nochmal aus und dann könnt ihr nochmal gucken, das ist jetzt nachher. Klar, ein wenig Dreck ist da noch drin, der wird auch nicht mehr rausgehen. Sobald das getrocknet ist, ganz wichtig, nochmal einmal kurz ausklopfen, weil es kann sein, dass diese ganzen Polierkörner, die da noch drin sind, nochmal einmal austrocknen und dann müssen die eben nochmal rausgeholt werden. Zum Trocknen wirklich ganz normal einfach nur das Sieb nehmen und dann eben das Polierpad drauf machen. Dadurch kriegt das von unten Luft und von oben auch nochmal. Das müsste, also in ein paar Stunden müsste das dann eigentlich trocken sein. Das war natürlich jetzt ein extrem dreckiges Pad, das muss ich dazu sagen. Das war ein Golf 4 mit ganz viel Industriestaub, den wir natürlich vorher auch mit der Reinigungsgel runtergeholt haben. Aber sonst auch noch relativ viel Schmutz auf der Oberfläche lag und der Lackzustand wirklich extrem schlecht war. Bei diesem Polierpad, ich sag mal, das ist mittelmäßig verschmutzt und da zeige ich euch jetzt auch nochmal die Reinigung. Ich zeige euch das noch einmal vorher. So, hier habe ich nochmal ein fast gleich dreckiges Pad herausgesucht und ihr seht ja den Unterschied. Also da ist eigentlich fast soweit alles sauber. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen näher in Sachen Autopflege gebracht und ihr könnt jetzt eure Polierpads ganz normal reinigen und die dann wirklich wieder komplett fast sauber für die Lackaufbereitung verwenden. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann geht einfach unten auf meinen YouTube-Channel oder eben direkt bei Facebook einfach Gefällt mir klicken.